und Herren war die Late Light. Sehen Sie nun zur Abwechslung auf ZDF Neo einen merkwürdig verwachsenen Jammerlappen, der an einem Schreibtisch unverständliches Zeug vor sich hin nuschelt, während hinter ihm nicht lustiger Quatsch auf eine überdimensionale Leinwand projiziert wird. Neo Magazin, Folge 13. No Lava, No Cry. Unsere Gäste heute, fettes Brot. Und hier ist das letzte Einhorn des deutschen Fernsehens, Jan Böhmermann. Herzlich willkommen an Weiberfastnacht im Neo-Magazin um 23 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Neo, diesmal Neo. Dankeschön, sehr freundlich. Ach, hören Sie doch auf. Es wird das auf dem 7. Februar 2014. Unsere Gäste heute, fettes Brot. Hallo, Lilian. Dankeschön, sehr freundlich, aber wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, denn die Themenlage drängt. Es gibt Neues aus dem Saarland, dem Ostdeutschland Westdeutschlands. Das Saarland hat diese Woche die Kondompflicht eingeführt. Ministerpräsidentin Kathi Karrenmauer, man kennt sie noch aus dem Dschungelcamp, regiert das Saarland mit harter Hand und hat diese Woche gesagt, die Kondome müssen drauf. Viele Geschwister im Saarland reagierten geschockt und fragten sich entsetzt, Schatz, heißt das, wir dürfen ab sofort keine Kinder mehr bekommen? Also so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Die Kondompflicht gilt nur für Männer, die im Saarland zu einer Prostituierten gehen. Das gilt also für Geschlechtsverkehr, für käufliche Liebe. Die saarländischen Männer reagierten deswegen flächendeckend gelassen. Kondompflicht ist mir egal. Erstens bin ich seit Jahren in einer glücklichen, festen Beziehung, die mich auch sexuell ausfüllt. Und zweitens nimmt mein Schaf sowieso die Pille. Geil, Oma. Du siehst toll aus, Liebling. Das ist doch praktisch, du. Das spart den ganzen Stress. William, also als was gehst du eigentlich heute an Altweiber? Heute ist ja Altweiber, heute ist Karneval. Du hast es an der Menschenscheiße draußen aus dem Fußwegen gesehen in Köln. Heute ist Altweiber, die Jäckezeit beginnt, endlich. Als was gehst du? Ich gehe als Streichholz, total nackt. Aha. Und roter Kopf. Ja, meine Damen und Herren, die Witzezeitmaschine William Cohn bringt Ihnen die schönsten Lacher aus den 70er Jahren. Heute ist Weiberfastnacht, das ist der Tag in Köln, wo auch mal die Frauen Hotpants und Netzstrümpfe tragen, ganz was Neues. Aber hemmungslos weggetretene Witzfiguren, die sich in der gigantischen Orgie beim wahllosen Geschlechtsverkehr gegenseitig vollkotzen. Das ist der einzige Tag des Jahres, in dem es in Köln so zugeht wie sonst nur im Vorstand des ADAC. Gemein. Und wenn Sie da draußen, wir wissen, Sie haben ein kleines Budget, Sie sind Was? Oh Gott, was ist denn hier los? Ach, guck mal, der beste Mensch der Welt ist umgefallen. Ja, er trägt diese niveaulosen Witze nicht. Das ist der beste Mensch der Welt. www.derbestemenschderwelt, Sebastian Hesse. Sie können auch mitmachen. Gehen Sie auf die Seite, voten Sie. Und Sie haben die Chance, der beste Mensch der Welt zu werden. ZDF-Neo-Zuschauer haben ein kleines Budget. Sie haben nicht so viel Geld. Und wenn Sie noch nicht wissen, als was Sie dieses Jahr zum Karneval gehen sollen, kein Problem. Unsere beiden Neo-Magazin-Ausstatter Marcel Magic und Simon Spectacular haben ein paar tolle Ideen für Sie, wie Sie sich ein originelles und vor allem aktuelles Kostüm schnell, billig und leicht selber machen können. Schauen Sie mal hier zum Beispiel. The Bristol Brothers. I love edition. Einfach ganz normaler Hefezopf auf den Kopf. Und zack, fertig. Julia Timoschenko. Oder vielleicht sind Sie... Vielleicht sind Sie eher so der Fantasy-Typ, dann haben wir da was anderes für Sie. The Bristol Brothers, I Love Edition. Ein Pömpel. Feenstaub. Und zack, fertig. Einhorn. Am Wochenende ist Oscar-Verleihung in den USA vielleicht ein... Vielleicht eine Verkleidung für die Kinofreaks unter Ihnen? The Bristol Brothers, I Love Edition. Aufschnitt, Tacker.
Zack, fertig. 12 Years a Slave. Mit Whoopi Goldberg. Na, Lust auf noch eine Kostümidee? Bitte. The Bustle Brothers, I Love Edition. Hobbycar, Klebeband. Zack, fertig, Transformer. The Bustle Brothers, I Love Edition. Ordentlich Sackhaare. Na Mark. Und zack, fertig. Mark Sackhaarberg. Wo nehmen die das bloß her? Ist nicht so schlecht, oder? Vielen Dank, Bustle Brothers. Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass immer mehr Frauen, halten Sie sich fest, liebe Männer, am besten an etwas, was Sie selber angeschraubt haben, denn es könnte das letzte Mal gewesen sein, immer mehr Frauen werden zu Heimwerkern, verbringen ihre Nachmittage im Baumarkt, fangen selber an zu bohren, zu dübeln, quasi die letzte Männerdomäne uns noch wegzunehmen. Viele junge Mädchen hängen ihre Poster von Justin Bieber ab und verlieben sich in den Obi-Bieber, einfach nur, weil sie... Touché. Das ist mein Biber. Ich habe den extra geprobt. Guck mal, ein Biber. Das ist der Biber-Schwanz. Oh, meine Kontaktlinse ist rausgefallen. Schon besoffen? Scherben bringen Glück, meine Damen und Herren. Aber ja, jetzt, wo gerade Glas zerschlagen ist, muss man vielleicht mal sagen, das Neo-Magazin ist zwar eine Unterhaltung schon, der es lustig zugeht, aber ich glaube, wir sollten ganz kurz einmal hier erstmal... Upsala. Ja, die Scherben erinnern mich daran, dass viel zu Bruch gegangen ist. Es ist viel zu Bruch gegangen, es ist viel kaputt gegangen. Wir sind eine Sendung, in der es lustig zugeht, aber ab und zu möchte ich mal ganz kurz ernst werden. Ich möchte diese Sendung heute nutzen, ein ernstes Thema mit Ihnen zu besprechen. Denn in der Welt geht es nicht immer gerecht zu, ist nicht immer alles nur lieb und nett. Ich bitte Sie heute um Hilfe, und zwar ganz ehrlich und aufrichtig für einen Menschen, dessen öffentliches Leiden ich seit 12 Monaten schockiert verfolgen muss. 12 Monate, in denen er ja gequält, misshandelt, lächerlich gemacht wurde, vor aller Leute Augen. Man kann sagen, eigentlich kann man sagen, 12 months a slave, kann man eigentlich sagen. Er ist eingesperrt, er wird gefangen gehalten. Man weiß nicht genau, von wem er gefangen gehalten wird. Man weiß nicht ganz genau, warum, aber es ist auf jeden Fall Zeit, ihn freizulassen. Ich habe alles probiert. Ich habe Amnesty International angerufen. Ich habe bei Ursula von der Leyen um einen Militärschlag gebeten. Es hat alles nichts geholfen. Seit letztem Samstag weiß ich jetzt, jetzt gibt es nur noch eine letzte Hoffnung. Ich muss eigentlich... oh Lord in heaven, du musst mir, oh Lord in heaven, du musst mir helfen. Es gibt nur noch eine Rettung. Lord have mercy. Noch eine Chance, meinen Freund, meinen Bruder, meinen Seelenverwandten zu retten. Ich muss den Himmel anrufen. Ich muss from the bottom of my heart sprechen. Ich muss singen. Ich muss. Oh Lord help him, let Markus Lanz free. Lord, won't you help him? Make him break his chains. Yeah. Lord, help him. Help him, help set him. Set Markus Lanz free. Set come him on. Free, yeah. Oh Lord, help him. Help yeah. Him. Make him break his chains. It's break right. Him. Lord, help me. Help it's him. Enough. Help set Markus Lanz free. Come on. Oh Lord. Lord, help me. Let Markus Lanz go. Lord, help me. Hallelujah. Make him break his chains. Patrice. Uh-huh, Patrice. Come on. Hallelujah. Patrice, make him break his chains. Come on. Set Markus Lanz free, Patrice. Free the Babylon, yeah.
Gefühl, das sie jetzt haben, wurde ihnen präsentiert von Glunk Alkohol Cola. Taste the Spirit. Das ist das Album von Patrice, Rising of the Sun. Patrice und Kel Del Rey und die Yugo Gospel Singers. Set my brother free. Set him free. Free, free. Set him free. He's my brother from another mother. Sie schauen zu Recht das Neo-Magazin. Nicht nur, weil wir eine empathische Sendung sind mit direktem Draht nach oben, auch weil wir immer wissen, was gerade schwer angesagt ist. Wir haben unser Ohr da, wo die Leute rumlaufen, die richtig hip sind. Das ist gerade angesagt in Berlin-Mitte. Was ist der Look der Woche? Wie soll man rumlaufen, wenn man es in Berlin zu was bringen möchte? Wie ist der Look der Woche diese Woche? Oh, guck mal einer an. Man trägt das Gesichtshaar gern ein bisschen, ich sag mal casual. Auch die Haare muss man nicht jeden Tag waschen, warum auch? Man kann ruhig sehen, man gibt sich Mühe, aber auch nicht zu sehr. Der Pullover ist aus William Kohns Kleiderschrank, genauso muss es sein. Und die Brille sagt... Philipp Simon Hoffmann lebt, William. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und die Brille sagt, man muss brillenmodemäßig nicht immer mit der Zeit gehen. Und 1998 war auch ein schönes Jahr. Warum nicht mal so aussehen? Großen Applaus für den Look der Woche. Viele junge Menschen sind verunsichert. Was ist angesagt? Was ist nicht angesagt? Der Service für Sie, das ist die aktuelle In- und Out-Liste. Out diese Woche ist... Out ist, wenn Jörg Pilawa im Fernsehen lacht, will keiner mehr sehen. Hingegen In ist diese Woche sehr, wenn Jörg Pilawa im Fernsehen weint. Und damit kommen wir direkt zum Trend der Woche. Poetry-Slammerin Julia Engelmann und ihr rührendes Gedicht One Day Reckoning. Über 5 Millionen Klicks hat sie mittlerweile bei YouTube. Viele Leute haben gehofft, es ist jetzt damit vorbei, aber nein. Der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks hat sich 7 Tage lang 24 Stunden zusammengesetzt und beschlossen, sie ja in die NDR Talkshow als Gast einzuladen. Da durfte sie am vergangenen Freitag vor Jörg Pilawa, Rolando Villazón, Till Schweiger und Anna Loos ihr Gedicht nochmal performen, was erfahrungsgemäß immer eine sehr gute Idee ist. Und was dann passierte, schauen Sie selbst, aber halten Sie sich fest und vor allen Dingen ein paar Taschentücher parat. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh, Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Ich bin der Meister der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht. Ich bin ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben stehe. Ich bin ein entschleunigtes Teilchen. Wir haben es nicht zurechtgeschnitten, es ist wirklich passiert. Ich glaube, immer wenn Jörg Pilawa weint, stirbt irgendwo auf der Welt eine Rügenwalder Geflügeltierwurst. Aber jetzt weiß er mal, wie sich die Menschen fühlen, die ihn im Fernsehen sehen müssen. Julia Engelmanns Gedicht, das ist der Trend der Woche in Berlin-Mitte und auch sonst überall auf der Welt. Diese Frau, dieses Gedicht entfaltet so viel emotionale Energie. Achtung, liebe hippe Werbeagenturen in Berlin-Mitte, da kann man was draus machen. Der supergeil Edeka-Opa war gestern. Julia Engelmann ist der neue Werbestar von morgen. Die perfekte Werbefigur eigentlich für ihr Produkt, egal welches Produkt. Hier ist der Beweis, es funktioniert. Werbung und Julia Engelmann, unsere Marketing-Experten haben dann was zusammengeschnitten. Schauen Sie mal. Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Wenn es Boat Maxe gibt, steigt die Stimmung an. Das Leben ist für mich ein Tanz. Alles ne Frage der Balance. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Seitenbacher Dösis. Lecker, 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 lecker. Bauchnecht weiß, was Frauen wünschen. Backen ist Liebe, Senela ist Backen. Rügenwalder Schinken Spicker. Yam Yam, sau lecker. Miracolé ist fertig. Wir vom Neo-Magazin stecken genauso tief im Silicon Valley drin wie die Penisse von Kai Diekmann und Matthias Döpfner. Unsere Message lautet, ja, liebe Zuschauer, mit der richtigen Idee oder einer coolen App kann jeder noch so minder bemittelte BWL-Lurch über Nacht zum Multimillionär werden. Und wenn Sie noch ungenutztes Venture-Kapital in der Schweiz liegen haben, passen Sie jetzt gut auf, denn ab sofort stellen wir Ihnen im Neo-Magazin die vielversprechendsten und hipsten Start-up-Ideen aus Berlin-Mitte vor. Let's go!
go. Start up. Powered by Neo Magazin mit Jan Böhmermann, Glump Alkoholcola und Panzer ohne Grenzen, der gemeinnützigen Friedensstiftung von Krauss-Maffei-Wegmann. Die Idee, die ich habe, ist so simpel und deswegen so genial. Jeder kennt das Problem. Man ist in einer fremden Stadt unterwegs und bekommt von der Umgebung gar nichts mit, weil man ständig wegen der Navigation auf sein Handy schaut. Von den Gefahren ganz abgesehen. So, Jürgen hier hat mich angerufen, like, in the middle of the night, and he said something about, like, oh, navigation is so dangerous. So I started to think, how can we make navigation more safe? Ich wollte den Prozess der Navigation verändern, sie natürlicher machen, sie so simplifizieren, dass jedes Kind sie versteht. Wir machten uns gleich daran, einen Prototypen zu entwickeln. Die Idee war schon sehr gut. Je näher man sein Ziel kommt, desto wärmer wurden die Schuhe. Aber die Ergebnisse waren ziemlich ernüchternd. Wir waren kurz davor, aufzugeben. Und genau dann hatte ich die Idee für die Vibrating Shoe Pads. Die Idee hattest du nur, weil ich dich angerufen habe. Nein, ich habe schon daran ziemlich lange gearbeitet. Auf jeden Fall ist ihre Funktionsweise spektakulär. Schauen Sie. Man tippt einfach sein Ziel in sein Smartphone, steckt es in die Tasche und geht los. Fertig. Die Signale sind kinderleicht zu verstehen. Rechter Schuh vibriert, heißt rechts abbiegen. Linker Schuh vibriert, links abbiegen. Man muss nie wieder Angst haben, eine Gefahr im Straßenverkehr zu übersehen. Wir arbeiten bereits an zusätzlichen Apps like einer von Orthopäden entwickelten Fußmassage, die den Träger für das Erreichen seines Ziels belohnt. Und natürlich lassen sich unsere Vibration Pads auch kombinieren mit different Kleidung. Unsere Erfindung wird die Welt, so wie wir sie kennen, verändern. Unser Ziel ist, to make technological devices disappear, so that the Mensch can enjoy the beautiful environment. Investieren Sie in Smart Pad Technology! Tolle Idee, bärenstarke Idee. Wenn Sie nicht so der Typ für Kohle sind, sondern eher auf inneren Werte stehen, haben wir auch was für Sie. Werden Sie doch bester Mensch der Welt. Kommen Sie vorbei, im Studio werden Sie Zuschauer und haben Sie die Chance auf einen tollen Preis und vor allen Dingen den Titel Bester Mensch der Welt und voten Sie. www.bestermenschderwelt.de. Sie, die nun kommen, können leider nicht mitmachen, denn Sie tragen diesen Titel quasi ehrenhalber seit 20 Jahren. Sie sind Hip-Hop-Urgesteine, fantastische, tolle Künstler, haben ein neues Album draußen mit dem Titel Drei ist eine Party. Schlagen Sie die Hände zusammen auf 1 und 3, wie sich das für gute Deutsche gehört. Hier sind Fettes Brot! Hi. Jan. Martin. Hi, setzt euch doch. Ah. Abend zusammen. Hallo. Abend. Ja. Darf ich euch einen Kölsch zapfen? Sehr gerne. Heute Alt Weihnachten, ist ja Karneval draußen. Die tolle Zeit beginnt. Mensch, wie feiert ihr Karneval? Nicht. Gar nicht? Indem wir unsere Kinder vorbereiten. Ja. Und wir kacken auch auf die Straße. Ja, habe ich erzählt vorhin, ne, im Vorgespräch, dass mir... Auch in der Sendung sogar schon. Habe ich schon erzählt, dass mir Leute vor die Füße gekackt haben, das an Karneval. Nicht. Das ist nämlich auch Karneval. Man kennt immer nur diese... Das ist jetzt ein Kölsch, oder? Moment, das... Komm, hör doch auf. Eigentlich schon, das muss man ein bisschen stehen lassen. Ja. Und dann geht der Schaum weg. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht Non-Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob da... Obwohl, ist Kölsch, glaube ich, das Richtige für mich, ne? Ich helf dir mal. Also keine Karnevalisten, gar nicht. Nein, bei uns heißt das ja Fasching. Ja, bei uns heißt es Fasching, da passiert gar nichts. Also die Kinder an der Schule feiern, aber normale Menschen würden sowas nie tun. Ist das so eine Art Druck dann zu Hause familiär, dass man eigentlich eine Sache, die man nicht möchte, auf seine Kinder trotzdem? Ja, ja, ne? Das ist schwierig. Also, aber für die Kinder ist das wahnsinnig toll. Ich durfte stundenlang Fernsehen gucken. Stundenlang. So viel Fernsehen gucken durfte ich. Rosenmontag war immer ein Highlight meiner Kindheit. Ja. Viele Leute bei ZDF Neo sind sich nicht sicher. Wer sind diese Männer? Sie waren lange nicht mehr im Fernsehen. Weil ihr habt, muss ich mal sagen, Abstände zwischen den Alben wie normalerweise ja, internationale Megas, wie Michael Jackson ab sofort. Er hat auch längere Abstände zwischen den Alben ab sofort. Ja. Ich glaube, 6 Jahre her das letzte Mal, das sind Alben, oder 5 Jahre her. Wir haben tatsächlich eine Pause gemacht. Ja, warum? So ganz bewusst. Wir haben Live-Platten rausgebracht, 2010. Ja. Die sind sehr gut gelaufen, kann man auch nochmal. Ja, wie läuft es überhaupt so allgemein? CDs, ist das noch eine Sache, die, oder... Nee, der Trend geht tatsächlich zum Vinyl wieder.
Weil das so ein Retro-Ding ist, wo viele Leute noch Geld ausgeben wollen. Habe ich gehört, dass ganz viele Leute wieder Platten kaufen. Und jetzt, wenn ihr quasi nach so einer langen Auszeit von der Plattenindustrie mit den Erwartungen konfrontiert wird, heißt es dann, macht doch mal so ein YouTube-Filmchen oder geht doch mal zu Gronkh oder ja, Teddy in die Show. Content generieren. Ja, Content kommt vor Inhalt, ist ganz wichtig. Das Gute ist ja, wir sind unsere eigene Plattenfirma, insofern... Cheers. Oh ja, danke für die Spiele. Hoppla, ich habe schon getrunken. Schön, dass ihr hier seid. Kleinen Schluck. Das sind fettes Brot, wir haben ein kleines Filmchen für euch, damit ihr auch wisst, wer ihr seid. Die 1992 in Hamburg geborene Hip-Hop-Gruppe sollte ursprünglich Boris and the Callboys heißen. Ein besserer Name fiel Dr. Renzkönig Boris und Björn Beton nicht ein. Trotzdem beschloss man, sich fortan Fettes Brot zu nennen. Nachdem sie bis 1995 nur in Jugendzentren spielten, beschlossen die Brote nun ganz Deutschland zu berappen. Es folgten mir unbekannte, aber wohl kommerziell doch sehr erfolgreiche Songs wie Nordisch by Nature und Jein. Erst als Support von Die Ärzte durch die Republik tourend, dann der endgültige, schmutzige Nummer-1-Erfolg mit Emanuela. Zwei Echos, zwei Kometen, drei Bravo Ottos und 5-1-Live-Kronen. Naja, gut. Mal schauen, was euer neues Album 3 ist ne Party so kann. Schon nicht schlecht, Jungs. Aber meine Lieblingssingle von euch ist immer noch Dida, 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 Dida oder Dida. Großartig. Großartiger Typ. Ich hab den hier auf dem Kicker. Dieser Typ. Dieser Willen, den muss man im Auge behalten. Aber man kann ihm einfach nicht böse sein. Nein. Dieses Gesicht sagt 16 Jahre Kanzlerschaft, man kann ihm nicht böse sein. Oder auf Achse mit Manfred Krug. Ihr habt übrigens noch vergessen, MTV Music European Music Award, Top of the Pops Medaille haben wir gewonnen. Es fehlen noch. Ist ein bisschen erschreckend, dass du alle diese Preise noch kennst. Ja, ich bin auch ganz verwirrt. Sind die Preise eigentlich wichtig, Boris? Nein. Ich mache da überhaupt nichts draus. Ist das für euch, ihr kommt aus so einem Family-Modus, muss man ja mal sagen. Also du hast ja was als der König tanzt, solo unterwegs, also etwas, ich sag mal, sichtbarer als ihr zwei. Ihr wart familymäßig Elternzeit wahrscheinlich. Ja. Ist das schwer, dann so wieder zurückzukommen aus so einer Familiennummer in das Showgeschäft? Das wussten wir vorher auch nicht so genau, weil es war das erste Mal, dass wir es ausprobiert haben. Und umso schöner war es zu sehen, als wir uns dann wieder getroffen haben, um Musik zu machen. Also wir haben uns auch in der Pause ja nie aus den Augen verloren, aber als wir uns dann wieder im Studio getroffen haben, war es irgendwie echt ein ganz tolles Gefühl zu sehen, ah geil, die Magie ist noch da, wir haben irgendwie Lust, Musik zusammen zu machen und wir wollen irgendwie immer noch dasselbe. Das war irgendwie ein toller Moment und das hat so die Platte auch irgendwie, fing gleich irgendwie mit Schwung an. Ja. Das war toll. Aber es ist natürlich schwer zu vereinbaren, so ein Tour-Lifestyle, ihr geht jetzt auch auf Tour und unterwegs mit Familie, macht ihr so irgendwie Zirkus Roncalli mäßig, dass ihr alle eure Kinder mitnimmt im Bauwagen? Da fangen wir dieses Jahr das erste Mal mit an, ja. Dass wir tatsächlich Kinder mitnehmen. Ich bin, also auf der einen Seite finde ich das natürlich total toll, also super, irgendwie mal irgendwie ne, große, weite Welt kennenlernen, so seemannsmäßig. Auf der anderen Seite gehört es natürlich auch, oder finde ich, gehört es natürlich auch so ein bisschen dazu, irgendwie, dass wir drei irgendwie alleine rock'n'roll-mäßig irgendwie durch die Gegend ziehen. Ich wusste auch noch nichts davon, dass wir die Kinder jetzt mit auf Tour nehmen. Aber nicht auf Tour. Du bist der Einzige, wo es nein, nicht auf Tour. Nee, aber nach Davos nehmen wir die Kinder. Ach so. Ja. Ach, nach Davos, die Herren, läuft ja ganz gut anscheinend. Mhm. Was macht ihr denn in Davos? Ja, was treffen denn? Wir uns mit ein paar Politikern über die ja, so Weltlage, über die Geld. Ja. Und neue Pelze kaufen. Ja, ist das so. ihr habt eigentlich alles mitgemacht. Ihr seid, es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Ist allein. Ja, allein. Ja, mein Budget war klein. Ja. Fein herein, willkommen im Verein. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beutetreffen. Hast du eigentlich mal Fettes Brot gehört? Ja, immer? Früher. Ich komme aus Bremen. Es ist, also wenn man aus Bremen kommt und der erste Hit war ja Nordisch by Nature und dann auf Platt jemand rappt, das war, man fühlte sich gleich verstanden und irgendwie aufgenommen. So eine bizarre Familie, die irgendwie offensichtlich ja echt eine Familie ist. Ne? Eine mittlerweile, bizarre Familie, das finde ich eine ja, sehr schöne, du hast damals, ich muss sagen, du hast dich, Dr. Renz, du hast dich wahnsinnig zum Positiven verändert. Ich weiß nicht, du sahst eine Zeit lang aus wie Lucy Electric auf dem Kopf. Und aber jetzt, komm, also, wer kennt denn heute noch Lucy Electric? Aber ja, alle Leute kennen heute Dr. Renz. Ich meine, ihr seid ja immer noch da. Ihr seid quasi Lucy Electric. Wer kennt noch Lucy Electric? Ich bin aber so ihr froh, seid, dass ich ein Brötchen bin. Ja, ja, ich habe gehört, sie macht jetzt irgendwie SM-Geschichten in Berlin. Sie macht so SM-Partys oder sowas. Wirklich? Wirklich, ja, ja. Die ist in so eine Lack und Leder. Warum werden wir nie eingeladen? Ich verstehe das nicht. Ja, du bist doch der Einzige, der jetzt quasi noch so richtig noch so voll auf die Kacke hauen kann. Du kannst es doch noch mal machen. Du geh noch mal raus. Yeah, Boris. Party. Yeah.
zeig sie ihn. Rock'n'Roll, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ihr habt eigentlich einen Wandel von 20 Jahren miterlebt. Also ist ja schon erschreckend. Selbst meine mickrige Mini-Digitalspannkarriere ist ja auch schon, also ist auch 10 Jahre her. Dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh fuck, 2014. Und 2004 ist schon 10 Jahre her. Und bei euch ist es ja noch 20 fucking Jahre. Ich merke schon, wir reden auch unglaublich schnell gerade. Ja, jetzt als nächstes fangen wir an, so alte Eissorten aufzuzählen. Cornetto. Dolomiti ist wieder da. Oh, geil. Perlipop. Ja, brauner Bär. Sag mal, kennt ihr eigentlich noch Warnke-Eis? Das frage ich mich eben, ob das so ein norddeutsches Ding ist. Warnke-Eis gab es bei uns. Warnke-Eis. Da gab es nämlich Schlumpfi mit so einem Kaugummi-Ding und Perlipop. Und Himi-Jimi. Das ist nämlich alles Warnke-Eis. Ja. Das gab es im Jugendzentrum. Genau. Dieses teure Eis nicht erleisten konnten. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ihr habt die Gentrifizierung quasi miterlebt. Ihr seid sowas wie diese Mücke bei Jurassic Park, die im Bernstein drin ist. Wenn man euch eine Nadel... Ja, so ein bisschen eigentlich. Das klingt gut. Aber wir machen immer noch total relevante Musik. Ja, aber wirklich. Guck mal hier. Aber ihr müsst doch... Westernhagen spielt seine alten Scheißhits nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr, auf die Bühne zu gehen und Sex. Wir spielen unsere super alten... Scheiße. Na ja. Wir spielen auch die Songs von Westernhagen, die er nicht mehr spielt. Die Westernhagen-Resterampe. Wir haben ein Gospelchor heute da, ne? Ja. So. Wir haben uns überlegt, weil ihr, also ihr seid bemüht, immer neuen Wind in so Songs reinzubringen. Stets bemüht. Ja. Du meinst, das könnte der neue Trend sein? Ja, und ich meine, euer neuer Song für immer, der ist ja noch nicht so... oft gespielt, aber trotzdem könnte man jetzt schon mal anfangen, prophylaktisch frischen, also wenn ihr Lust habt und wie wenn die Leute wollen, genau vor? Können wir vielleicht eine Gospel-Version mal so improvisieren, Jam-Session-mäßig. So. Ist Bereitschaft bei euch da? Das kostet extra Gage. Übrigens. Dann können wir mal hier. Okay. Alex, okay. Hast du die Noten? G-Moll, A-Dur, Cis, Fis. Und ihr müsst einfach den direkten Draht zu Gott, ne, wie immer. Und ihr zählt ein, okay? Ich erkenne es wieder. Ja, ist von Fettes Brot. Ja. Das ist das Album. Das ist Fettes Brot. Party. Aus Hamburg. Oh, jetzt wollte ich anfangen, einer mitgemacht. Einer sollte einzählen. Wer zählt ein? Nächste Runde geht's los. Wer kann zählen? Jetzt aber ich. One, two, three. Ich hab's gerne geliebt. Oh, Berlin und Paris. Yeah. Und wenn ich mich erinnere. Gospel. Oh, yeah. Irgendwie war's jedes Mal für immer. Patrice! Hey, Patrice! Komm doch her! Fettes Brot, Patrice! Die Hugo Gospel Singers, William Kohn, das war's, Leo Magazin von Altweiber. Nächste Woche Hendrik M. Broder. Wir tasten uns an Matthias Madusek ran, aber warum nicht? Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Das, meine Damen und Herren, war Böhmis kleiner Gospelschuppen am Donnerstagabend. Herzlichen Glückwunsch auch noch nachträglich, mein kleines Geburtstagskind. Und nun, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Nachricht an das Team der ProSiebenSchund-Show Zirkus Dalli Dalli. Ich ficke alle eure Mütter. Ihr wisst schon, warum. Und hier noch ein bisschen Schleichwerbung. Nach Sky Atlantic, Sky Select, Sky Sport und Sky Cinema kommt nun der neue Digitalkanal Sky Dumont. Die komplette Filmografie von Sky Dumont endlich in Dauerschleife auf einem eigenen Sender. Zum Beispiel Eyes Wide Shut im Wechsel mit Samba in Mettmann, im Wechsel mit Eyes Wide Shut, im Wechsel mit Samba in Mettmann, im Wechsel mit Eyes Wide Shut, im Wechsel mit Samba in Mettmann. Und das Ganze aber für 49,90. Und verschlüsselt. ADAC. Gemein. Und wenn Sie da draußen, wir wissen, Sie haben ein kleines Budget, Sie sind Z... Was? Oh Gott, was ist denn hier los? Ach, guck mal, der beste Mensch der Welt ist umgefallen. Ja, er trägt diese niveaulosen Witze nicht. Das ist der beste Mensch der Welt. www.derbestemenschderwelt, Sebastian Hesse. Sie können auch mitmachen. Gehen Sie auf die Seite, voten Sie. Und Sie haben die Chance, der beste Mensch der Welt zu werden.
ZDF-Neo-Zuschauer haben ein kleines Budget, sie haben nicht so viel Geld. Und wenn Sie noch nicht wissen, als was Sie dieses Jahr zum Karneval gehen sollen, kein Problem. Unsere beiden Neo-Magazin-Ausstatter Marcel Magic und Simon Spectacular haben ein paar tolle Ideen für Sie, wie Sie sich ein originelles und vor allem aktuelles Kostüm schnell, billig und leicht selber machen können. Schauen Sie mal hier zum Beispiel. The Bustle Brothers. I love edition. Einfach ganz normaler Hefezopf auf den Kopf. Und zack, fertig, Julia Timoschenko. Oder vielleicht sind Sie eher so der Fantasy-Typ, dann haben wir da was anderes für Sie. The Bustle Brothers, I love edition. Ein Pömpel. Feenstaub. Und zack, fertig. Einhorn. Am Wochenende ist Oscar-Verleihung in den USA. Vielleicht eine Verkleidung für die Kinofreaks unter Ihnen? The Bustle Brothers, I Love Edition. Aufschnitt, Tacker. Zack, fertig. 12 Years a Slave. Mit Whoopi Goldberg. Na, Lust auf noch eine Kostümidee? Bitte. The Bustle Brothers, I Love Edition. Bobbycar. Klebeband. Zack, fertig, Transformer. The Bustle Brothers, I Love Edition. Ordentlich Sackhaare. Na Mark. Und zack, fertig, Marc Sackhaarberg. Wo nehmen Sie das? Verändern, sie natürlicher machen, sie so simplifizieren, dass jedes Kind sie versteht. Wir machten uns gleich daran, einen Prototypen zu entwickeln. Die Idee war schon sehr gut. Je näher man sein Ziel kommt, desto wärmer wurden die Schuhe. Aber die Ergebnisse waren ziemlich ernüchternd. Wir waren kurz davor, aufzugeben. Und genau dann hatte ich die Idee für die Vibrating Shoe Pads. Die Idee hattest du nur, weil ich dich angerufen habe. Nein, ich habe schon daran ziemlich lange gearbeitet. Auf jeden Fall ist ihre Funktionsweise spektakulär. Schauen Sie. Man tippt einfach sein Ziel in sein Smartphone, steckt es in die Tasche und geht los. Fertig. Die Signale sind kinderleicht zu verstehen. Rechter Schuh vibriert, heißt rechts abbiegen. Linker Schuh vibriert, links abbiegen. Man muss nie wieder Angst haben, eine Gefahr im Straßenverkehr zu übersehen. Wir arbeiten bereits an zusätzlichen Apps like einer von Orthopäden entwickelten Fußmassage, die den Träger für das Erreichen seines Ziels belohnt. Und natürlich lassen sich unsere Vibration Pads auch kombinieren mit different Kleidung. Unsere Erfindung wird die Welt, so wie wir sie kennen, verändern. Unser Ziel ist, to make technological devices disappear, so that the Mensch can enjoy the beautiful environment. Investieren Sie in Smart Pad Technology! Tolle Idee. Bärenstarke Idee. Wenn Sie nicht so der Typ für Kohle sind, sondern eher auf inneren Werten stehen, haben wir auch was für Sie. Werden Sie doch bester Mensch der Welt. Kommen Sie vorbei, im Studio werden Sie Zuschauer und haben Sie die Chance auf einen tollen Preis und vor allem den Titel Bester Mensch der Welt und voten Sie. www.bestermenschderwelt.de. Sie, die nun kommen, können leider nicht mitmachen, denn Sie tragen diesen Titel quasi ehrenhalber seit 20 Jahren. Sie sind Hip-Hop-Urgesteine, fantastische, tolle Künstler, haben ein neues Album draußen mit dem Titel Drei ist eine Party. Schlagen Sie die Hände zusammen auf 1 und 3, wie sich das für gute Deutsche gehört. Hier sind Fettes Brot! Hi.
Warte, hi, setzt euch doch. Ah. Abend zusammen. Hallo. Abend. Ja. Darf ich euch einen Kölsch zapfen? Ah. Sehr gerne, sehr gerne. Heute Altweiber, ist ja Karneval draußen. Die tolle Zeit beginnt. Mensch, wie feiert ihr Karneval? Nicht. Gar nicht. Indem wir unsere Kinder vorbereiten. Ja. Und dann wir kacken ja auch auf die Straße. Ja, habe ich erzählt vorhin, ne, im Vorgespräch, dass mir, als ich... Auch in der Sendung sogar schon. Habe ich schon erzählt, dass mir Leute vor die Füße gekackt haben, das an Karneval. Nicht. Das ist nämlich auch Karneval, man gegen flächendeckend gelassen. Kondompflicht ist mir egal. Erstens bin ich seit Jahren in einer glücklichen, festen Beziehung, die mich auch sexuell ausfüllt. Und zweitens nimmt mein Schaf sowieso die Pille. Geil, Oma. Du siehst toll aus, Liebling. Das ist doch praktisch, du. Du sparst den ganzen Stress. William, also, als was gehst du eigentlich heute an Altweiber? Heute ist ja Altweiber. Heute ist Karneval. Du hast es an der Menschenscheiße draußen aus dem Fußwegen gesehen in Köln. Heute ist Altweiber. Die Jäckezeit beginnt. Endlich. Als was gehst du? Ich gehe als Streichholz. Total nackt. Aha. Und roter Kopf. Ja, meine Damen und Herren, die Witzezeitmaschine William Cohn bringt Ihnen die schönsten Lacher aus den 70er Jahren. Heute ist Weiberfasnacht. Das ist der Tag, in Köln, wo auch mal die Frauen Hotpants und Netzstrümpfe tragen. Ganz was Neues. Aber hemmungslos weggetretene Witzfiguren, die sich in der gigantischen Orgie beim wahllosen Geschlechtsverkehr gegenseitig vollkotzen. Das ist der einzige Tag des Jahres, in dem es in Köln so zugeht wie sonst nur im Vorstand des ADAC. Gemein. Und wenn Sie da draußen, wir wissen, Sie haben ein kleines Budget, Sie sind Z... Was? Oh Gott, was ist denn hier los? Ach, guck mal, der beste Mensch der Welt ist umgefallen. Ja, er trägt diese niveaulosen Witze nicht. Das ist der beste Mensch der Welt. www, der beste Mensch der Welt, Sebastian Hesse. Sie können auch mitmachen. Gehen Sie auf die Seite, voten Sie. Und Sie haben die Chance, der beste Mensch der Welt zu werden. ZDF-Neo-Zuschauer haben ein kleines Budget. Sie haben nicht so viel Geld. Und wenn Sie noch nicht wissen, als was Sie dieses Jahr zum Karneval gehen sollen, kein Problem. Unsere beiden Neo-Magazin-Ausstatter Marcel Magic und Simon Spectacular haben ein paar tolle Ideen für Sie, wie Sie sich ein originelles und vor allem aktuelles Kostüm schnell, billig und leicht selber machen können. Schauen Sie mal hier zum Beispiel. The Bustle Brothers. I love edition. Einfach ganz normaler Hefezopf auf den Kopf. Und zack, fertig. Julia Timoschenko. Oder vielleicht sind Sie... Vielleicht sind Sie eher so der Fantasy-Typ, dann haben wir da was anderes für Sie. The Bustle Brothers, I Love Edition. Ein Pömpel. Feenstaub. Und zack, fertig. Einhorn. Am Wochenende ist Oscar-Verleihung in den USA, vielleicht vielleicht eine Verkleidung für die Kinofreaks unter Ihnen? The Bustle Brothers, I Love Edition. Aufschnitt, Tacker. Zack, fertig. 12 Years a Slave. Touché. Das ist mein Biber, ich habe den extra geprobt. Guck mal, ein Biber. Das ist der Biber-Schwanz. Oh. Meine Kontaktlinse ist rausgefallen. Schon besoffen? Scherben bringen Glück, meine Damen und Herren. Aber ja, jetzt, wo gerade Glas zerschlagen ist, muss man vielleicht mal sagen, das Neo-Magazin ist zwar eine Unterhaltungsshow, der es lustig zugeht, aber ich glaube, wir sollten ganz kurz einmal hier erstmal... Upsala. Ja, die Scherben erinnern mich daran, dass viel zu Bruch gegangen ist. Es ist viel zu Bruch gegangen, es ist viel kaputt gegangen. Wir sind eine Sendung, in der es lustig zugeht, aber ab und zu möchte ich mal ganz kurz ernst werden. Ich möchte diese Sendung heute nutzen, ein ernstes Thema mit Ihnen zu besprechen. Denn in der Welt geht es nicht immer gerecht zu, ist nicht immer alles nur lieb und nett. Ich bitte Sie heute um Hilfe, und zwar ganz ehrlich und aufrichtig für einen Menschen, dessen öffentliches Leiden ich seit 12 Monaten schockiert verfolgen muss. 12 Monate, in denen er ja gequält, misshandelt, lächerlich gemacht wurde, vor aller Leute Augen. Man kann sagen, eigentlich kann man sagen, 12 months a slave, kann man eigentlich sagen. Er ist eingesperrt, er wird gefangen gehalten. Man weiß nicht genau, von wem er gefangen gehalten wird. Man weiß nicht ganz genau, warum, aber es ist auf jeden Fall Zeit, ihn freizulassen. Ich habe alles probiert. Ich habe Amnesty International angerufen. Ich habe bei Ursula von der Leyen um einen Militärschlag gebeten. Es hat alles nichts geholfen. Seit letztem Samstag weiß ich jetzt, jetzt gibt es nur noch eine letzte Hoffnung. Ich muss eigentlich... Oh Lord in heaven, du musst mir, oh,
Oh Lord in Heaven, du musst mir helfen. Es gibt nur noch eine Rettung. Lord have mercy. Noch eine Chance, meinen Freund, meinen Bruder, meinen Seelenverwandten zu retten. Ich muss den Himmel anrufen. Ich muss from the bottom of my heart sprechen. Ich muss singen. Ich muss. Lord help him, let Markus Lanz free. Oh Lord, won't you help him? Make him break his chains. Yeah. Lord, help him. Help him, help set him. Set Markus Lanz free. Set come him on. Free, yeah. Oh Lord, help him. Help yeah. him. Make him break his chains. It's right. Lord, help me. Help it's him. Enough. Help set Markus Lanz free. Come on. Oh Lord, help me. Free him. Make him break his chains. Come on. Lord. Ich habe bei Ursula von der Leyen um einen Militärschlag gebeten. Es hat alles nichts geholfen. Seit letztem Samstag weiß ich jetzt, jetzt gibt es nur noch eine letzte Hoffnung. Ich muss eigentlich, oh Lord in Heaven, du musst mir, oh Lord in Heaven, du musst mir helfen. Es gibt nur noch eine Rettung. Lord have mercy. Noch eine Chance, meinen Freund, meinen Bruder, meinen Seelenverwandten zu retten. Ich muss den Himmel anrufen. Ich muss from the bottom of my heart sprechen. Ich muss singen. Ich muss. Lord help him, let Markus Lanz free. Oh Lord, won't you help him? Make him break his chains. Yeah. Lord help him. Help him, help set him. Set Markus Lanz free. Set come him on. Free, yeah. Oh Lord help him. Help yeah. him. Make him break his chains. It's yeah. right. Lord help me. Help it's him. Enough. Help set Markus Lanz free. Come on, come on. Oh Lord help me. Free him. Make him break his chains. Help come hands. On. Lord help me. Das Album von Patrice, Rising of the Sun, Patrice und Kelda Ray. Ich bekomme von der Umgebung gar nichts mit, weil man ständig wegen der Navigation auf sein Handy schaut. Von den Gefahren ganz abgesehen. So, Jürgen hier hat mich angerufen, like, in the middle of the night, and he said something about, like, oh, navigation is so dangerous. So I started to think, how can we make navigation more safe?
Ich wollte den Prozess der Navigation verändern, sie natürlicher machen, sie so simplifizieren, dass jedes Kind sie versteht. Wir machten uns gleich daran, einen Prototypen zu entwickeln. Die Idee war schon sehr gut. Je näher man sein Ziel kommt, desto wärmer wurden die Schuhe. Aber die Ergebnisse waren ziemlich ernüchternd. Wir waren kurz davor, aufzugeben. Und genau dann hatte ich die Idee für die Vibrating Shoe Pads. Die Idee hattest du nur, weil ich dich angerufen habe. Nein, ich habe schon daran ziemlich lange gearbeitet. Auf jeden Fall ist ihre Funktionsweise spektakulär. Schauen Sie. Man tippt einfach sein Ziel in sein Smartphone, steckt es in die Tasche und geht los. Fertig. Die Signale sind kinderleicht zu verstehen. Rechter Schuh vibriert, heißt rechts abbiegen. Linker Schuh vibriert, links abbiegen. Man muss nie wieder Angst haben, eine Gefahr im Straßenverkehr zu übersehen. Wir arbeiten bereits an zusätzlichen Apps like einer von Orthopäden entwickelten Fußmassage, die den Träger für das Erreichen seines Ziels belohnt. Und natürlich lassen sich unsere Vibration Pads auch kombinieren mit different Kleidung. Unsere Erfindung wird die Welt, so wie wir sie kennen, verändern. Unser Ziel ist, to make technological devices disappear, so that the Mensch can enjoy the beautiful environment. Investieren Sie in Smart Pad Technology! Tolle Idee, bärenstarke Idee. Wenn Sie nicht so der Typ für Kohle sind, sondern eher auf inneren Werte stehen, haben wir auch was für Sie. Werden Sie doch bester Mensch der Welt. Kommen Sie vorbei, im Studio werden Sie Zuschauer und haben Sie die Chance auf einen tollen Preis und vor allen Dingen den Titel Bester Mensch der Welt und voten Sie www.bestermenschderwelt.de. Sie, die nun kommen, können leider nicht mitmachen, denn Sie tragen diesen Titel quasi ehrenhalber seit 20 Jahren. Sie sind Hip-Hop-Urgesteine, fantastische, tolle Künstler, haben ein neues Album draußen mit dem Titel Drei ist eine Party. Schlagen Sie die Hände zusammen auf. Eins und drei, wie sich das für gute Deutsche gehört. Hier sind Fettes Brot! Hi. Björn. Martin. Hi, setzt euch doch. Ah. Abend zusammen. Hallo. Abend. Hi. Björn. Martin. Hi, setzt euch doch. Ah. Guten Abend zusammen. Hallo. Guten Abend. Ja. Darf ich euch einen Kölsch zapfen? Ah. Sehr gerne, sehr gerne. Heute alt, weil es ja Karneval draußen. Die tolle Zeit beginnt. Mensch, wie feiert ihr Karneval? Nicht. Gar nicht? Indem wir unsere Kinder vorbereiten. Ja. Und wir kacken ja auch auf die Straße. Ja, habe ich erzählt vorhin, ne, im Vorgespräch, dass mir, als ich... Auch in der Sendung sogar schon. Habe ich schon erzählt, dass mir Leute vor die Füße gekackt haben, das an Karneval. Nicht. Das ist nämlich auch Karneval, man kennt immer nur diese... Das ist jetzt ein Kölsch, oder? Moment, das... Kommt wieder auf. Eigentlich schon, das muss man ein bisschen stehen lassen. Ja. Und dann geht der Schaum weg. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht Non-Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob da... Obwohl, Kölsch, glaube ich, das Richtige für mich, ne? Ich helf dir mal. Also keine Karnevalisten, gar nicht. Nein, nein, bei uns heißt das ja Fasching. Ja, bei uns heißt es Fasching, da passiert gar nichts. Also die Kinder an der Schule feiern, aber normale Menschen würden sowas nie tun. Ist das so eine Art Druck dann zu Hause familiär, dass man eigentlich eine Sache, die man nicht möchte, auf seine Kinder trotzdem, ja, ja, ne? Es ist schwierig. Also aber für die Kinder ist das wahnsinnig toll. Ich durfte stundenlang Fernsehen gucken, stundenlang. So viel Fernsehen gucken durfte ich. Rosenmontag war immer ein Highlight meiner Kindheit. Ja. Viele Leute bei ZDF Neo sind sich nicht sicher. Wer sind diese Männer? Sie waren lange nicht mehr im Fernsehen. Weil ihr habt, muss ich mal sagen, Abstände zwischen den Alben wie normalerweise ja, internationale Megas, wie Michael Jackson ab sofort. Er hat auch längere Abstände zwischen den Alben ab sofort. Ja. Ich glaube, 6 Jahre her das letzte Mal, das sind Alben, oder 5 Jahre her. Ja, wir haben tatsächlich eine Pause gemacht. Ja, warum? So ganz bewusst. Wir haben Live-Platten rausgebracht, 2010. Ja. Die sind sehr gut gelaufen, kann man auch nochmal. Ja, wie läuft es überhaupt so allgemein? CDs, ist das noch eine Sache, die, oder? Nee, der Trend geht tatsächlich zum Vinyl wieder. Weil das so ein Retro-Ding ist, wo viele Leute noch Geld ausgeben wollen. Habe ich gehört, dass ganz viele Leute wieder Platten kaufen. Und jetzt, wenn ihr quasi nach so einer langen Auszeit von der Plattenindustrie mit den Erwartungen konfrontiert wird, heißt es dann, macht doch mal so ein YouTube-Filmchen oder geht doch mal zu Gronkh oder Teddy in die Show. Content generieren. Ja, Content kommt vor Inhalt, ist ganz wichtig. Das Gute ist ja, wir sind unsere eigene Plattenfirma, insofern... Cheers. Oh ja, danke für den Hoppla, ich habe schon getrunken. Schön, dass ihr hier seid. Kleinen Schluck. Das sind fettes Brot, wir haben ein kleines Filmchen für euch, damit ihr auch wisst, wer ihr seid.
Die 1992 in Hamburg geborene Hip-Hop-Gruppe sollte ursprünglich Boris and the Callboys heißen. Ein besserer Name fiel Dr. Renzkönig Boris und Björn Beton nicht ein. Trotzdem beschloss man, sich fortan Fettes Brot zu nennen. Nachdem sie bis 1995 nur in Jugendzentren spielten, beschlossen die Brote, nun ganz Deutschland zu berappen. Es folgten mir unbekannte, aber wohl kommerziell doch sehr erfolgreiche Songs wie Nordisch by Nature und Jein. Erst als Support von